Bei Karl dem Großen findet sich kaum ein Jahr ohne größeren Kriegszug. Karl schloss als erstes die Eroberung des Südwestens, also vor allem Aquitaniens, ab. Ein Feldzug gegen den Emir von Cordoba scheiterte allerdings. Auf dem Rückzug erlitt das Heer zudem noch eine empfindliche Niederlage gegen die Basken, danach ging Karl gegen die Bayern vor. 788 wird Herzog Tassilo III. Abgesetzt und ins Kloster gesteckt. Bayern wurde danach von einem fränkischen Präfekten verwaltet. Die übrigen Eroberungen gingen über das fränkische Gebiet hinaus. 773-74 entmachtete Karl den Langobardenkönig Desiderius und ließ sich in Pavia zum König erheben. Damit endet nun das Langobardenreich. Karl nannte sich nun König der Franken und Langobarden. Allerdings zögerte Karl lange in dieser Sache. Immerhin war er ja mit einer Tochter des Desiderius verheiratet und kam daher seiner Schutzpflicht gegenüber dem Papst nur lässig nach. Außerdem war er mit dem Sachsenkrieg beschäftigt. Erst als Karlmanns Witwe am langobardischen Königshof Zuflucht fand, brach er mit Desiderius und verstieß seine Frau. Desiderius wurde den Gepflogenheiten seiner Zeit folgend in ein Kloster eingewiesen. 774 erneuerte er gegenüber dem Papst die bibinische Schenkung um das Patrimonium Petri. Süditalien konnte Karl nicht erobern. Der zweitgrößte Krieg Karls erfolgte gegen die Awaren. Dieses Reitervolk war seit dem 6. Jahrhundert in Pannonien ansässig. Äußerer Anlass war eine temporäre Unterstützung Tassilos durch die Awaren. Erst Ende des 8. Jahrhunderts konnte der Krieg beendet werden. Die ungeheuren Schätze der Awarenbeute wurden nach Aachen gebracht. Ein großer Teil wurde dem Papst geschenkt. 798 wird Salzburg zum Erzbistum erhoben, womit die religiöse Unterwerfung der Besiegten eingeleitet wird. Die Awaren verschwinden danach aus der Geschichte. Ab 772 zog Karl gegen die Sachsen. Es war dies der größte und langwierigste Konflikt Karls. Strafexpeditionen und brutale Durchsetzung der eigenen Macht brachen den sächsischen Widerstand. Ein Kriegsmittel waren Massentaufen, die ab 776 einsetzten. Einhard berichtet vom Sachsenkrieg als einen bewussten politischen Akt mit der Absicht der Eingliederung und der Christianisierung. Bei aller Betrachtung im Nachhinein, alle Züge waren schwierig und Karls Politik immer wieder auch von Rückschlägen geprägt. Vor allem die Lage in Sachsen blieb durch die harten Maßnahmen und Zwangskonvertierungen schwierig. Eine richtige Unterweisung in der neuen Religion blieb noch lange aus. Trotzdem kann Karl vor seiner Kaiserkrönung auf große Leistungen verweisen. Im Süden war die Herrschaft bis zum Kirchenstaat, der unter dem Schutz der Franken stand, ausgedehnt. Im Osten war mit Bayern und Karantanien und bald Pannonien das Reich angewachsen. Auch im Norden bzw. Nordosten war die Grenze sicherer geworden. Dort gab es einerseits viele slawische Kleinfürstentümer, andererseits die Dänen, die mit denen 811 ein Friede geschlossen werden konnte. Auch die Friesen konnten beruhigt werden, vor allem da ihr Stammesrecht respektiert wurde. Hier setzte erst später die normannische Invasion ein, die für länger wieder Unruhe sorgen wird. Nur gegen die Bretonen musste eine abgeriegelte Grenzsicherung erbaut werden. Ähnlich war es um die spanische Mark bestellt. Nur diesseits der Pyrenäen konnten die Franken wirklich gegen die Araber bestehen. Hier musste Karl auf eine weitere Expansion verzichten.